Die beste Bundesregierung, die wir jemals hatten, steht diese Woche am Mittwoch vor Gericht. Wegen 60 Milliarden Euro. Damit moin zusammen, mein Name ist Olli. Wenn du neu bist, gerne ein Abo dalassen. Und einige von euch werden sich daran zurückerinnern. Es geht um den sogenannten Nachtragshaushalt von Christian Lindner, unserem geschätzten Finanzminister. Ich hatte seinerzeit im Januar 2022, also schon vor knapp anderthalb Jahren, auch darüber berichtet, was da gerade passiert und abgeht. Das Thema ist ein bisschen in Vergessenheit bei vielen geraten. Deswegen hole ich jetzt auch noch mal ein klein wenig aus. Um was geht's hier ganz genau? Man hat im Januar 2022 den Haushalt, also das Geld, was einfach zur Verfügung steht, um hier zu investieren, da zu investieren, das zu machen, erhöht um 60 Milliarden. Wo kommen diese 60 Milliarden her? Genau. Das ist nämlich wieder mal so ein Ding. Man kennt das ja mittlerweile, dass es Sondervermögen gibt, wie zum Beispiel für die Bundeswehr, wo einfach gesagt wird, wir haben jetzt 100 Milliarden oder hier haben wir 5 Milliarden, hier haben wir 20 Milliarden, aber das Geld existiert nicht. Diese 60 Milliarden waren eigentlich verplant. Die waren verplant für C-Situationen, sprich für Selbstständige beispielsweise, für Unternehmer, aber auch für Geschäftsbetreibende etc. pp., die durch die Maßnahmen der Bundesregierung immense Umsatzverluste hatten, um so kompensiert zu werden. Man hat dann aber gesehen, ja gut, vielleicht brauchen wir das Geld jetzt doch nicht in dem Umfang, sodass wir das jetzt frei machen können. So, und dieses Geld wurde dann genommen und in den sogenannten KTF, der Klimatransformationsfonds, gesteckt. Ja, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, für Klima geht ja alles, für Klima wird sich über jegliche Verfassung hinweggesetzt von dieser Regierung, habe ich mittlerweile das Gefühl, es sucht seinesgleichen. Und im Januar 2022 hatte ich über diesen Artikel hier aus der Welt bereits berichtet, Lindners Nachtragshaushalt, Zitat, verfassungsrechtlich zweifelhaft. Das hieß nämlich vom Bundesrechnungshof, dass das so nicht sein könnte. Der Zusammenhang zwischen der 60 Milliarden Euro Zuweisung an den Energie- und Klimafonds und der Bekämpfung der C wurde nicht schlüssig erläutert, hieß es hier in einer vom Bundestag veröffentlichten Stellungnahme des Rechnungshofs für den Haushaltsausschuss. Lindner will 60 Milliarden Euro umschichten, die wegen C nicht als Kredite genehmigt wurden, aber nicht aufgenommen wurden und so weiter und so fort. Also hier hat man einfach ja wieder mal den Zweck vor die Mittel genannt oder wie diese Redewendung heißt. Du kannst es dir einfach nicht ausdenken, was hier passiert. CSU-Landesgruppenvorsitzender Alexander Dobrindt hat damals gesagt, die Stellungnahme legt den dreisten Versuch der Ampel, die Schuldenbremse zu betrügen, schonungslos offen. Die neue Regierung will heute Schulden aufnehmen, die sie nicht braucht, um in der Zukunft Ausgaben zu finanzieren, die sie nicht kennt. Also an Idiotie und Irrationalität nicht zu übertreffen. Der Bundestag hat das Ganze natürlich gebilligt. Das Ganze ist passiert am 27. Januar 2022 und surprise, surprise, die AfD und die Linke, das waren zwei Parteien, die versucht haben, dagegen vorzugehen, nämlich mit jeweils einem Entschließungsantrag. Der wurde von der AfD natürlich abgelehnt, man kennt das, genauso wie auch der Entschließungsantrag von der Partei Die Linken abgelehnt wurde. Dann ging das Ganze aber noch ein bisschen weiter. Gehen wir erstmal auf die Argumentation ein, weil ich die ganz interessant finde, von der AfD. Da heißt es nämlich hier bei bundestag.de, die AfD-Fraktion hatte darin argumentiert, dass das zweite Nachtragshaushaltsgesetz, Zitat, in geradezu offensichtlicher Weise gegen zentrale, verfassungsrechtliche verankerte Grundsätze des Haushaltsrechts verstoße. Eine Verfassungsklage gegen das Haushaltsgesetz sei zu begrüßen. Ja, und genau da sind wir jetzt gleich. Aber der Vollständigkeit halber noch die Argumentation der Linken. Nach Willen der Fraktion sollte künftig eine Netto-Kreditaufnahme in der Höhe des Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben für Investitionen möglich sein, Klammern goldene Regel. Zudem hatte die Fraktion für eine einmalige Vermögensabgabe zur Finanzierung der C-Lasten plädiert. Habe ich auch da seinerzeit darüber berichtet. Jetzt gehen wir im Zeitsprung zum November 2022 beim Bundesverfassungsgericht. Und dort wurde nämlich ein Eilantrag eingereicht. Und der Eilantrag hieß, gegen die Übertragung einer Kreditermächtigung in Höhe von 60 Milliarden Euro auf den Energie- und Klimafonds erfolglos. Ja, surprise, surprise, da wurde das Ganze im Eilantrag natürlich abgelehnt. Man kennt das ja mittlerweile. Böse Zungen sagen, da gab es noch ein leckeres Abendessen. Ich weiß es nicht, ich möchte es nicht beurteilen an dieser Stelle. Es ist halt wirklich unfassbar.
Denn es ging hier speziell darum, das hat die Union gemacht, also CDU, CSU, und dann heißt es, mit heute veröffentlichtem Beschluss hat der zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung abgelehnt. Den 197 Bundestagsabgeordneten der CDU-CSU-Fraktion des Deutschen Bundestags mit einem abstrakten Normenkontrollverband verbunden hatten. In der Hauptsache wenden sich die Antragsteller gegen die rückwirkende Änderung des Haushaltsgesetzes 2021 und des Bundeshaushaltsplan durch das zweite Nachtragshaushaltsgesetz 2021 vom 18. Februar 2022 und so weiter. Und dann geht es nämlich hier nochmal um den Energie- und Klimafonds EKF, wo diese 60 Milliarden übertragen werden sollten und so weiter und so fort. Nicht funktioniert. Jetzt geht es weiter. Dann haben wir noch den, sind wir hier beim 8.12.2022. Klimamilliarden. Union scheitert vorerst mit Klage, hieß es dort in der Zeitung BR24. 60 Milliarden Euro hatte die Ampel in den Klimafonds gesteckt mit Hilfe des Nachtragshaushalts. Die Union ist vorerst damit gescheitert, das Manöver gerichtlich zu stoppen, hatten sie berichtet. Aufgeben will sie aber nicht, heißt es hier weiterhin. Und Lindner hat seinerzeit natürlich diese Entscheidung des Verfassungsgerichts, surprise, surprise, begrüßt und fand das ganz toll, dass hier natürlich nicht vorgegangen wird, weil FDP-Chef spricht heute von einer guten Nachricht für viele Menschen in unserem Land. Hätte die Union Recht bekommen, sagt Lindner, hätten Förderprogramme unterbrochen werden müssen. Menschen hätten ihr Haus nicht energetisch sanieren können. Programme im Bereich der Wasserstoffwirtschaft hätten nicht fortgesetzt werden können. Und jetzt sehen wir diese Situation, das war im Dezember letzten Jahres, mal aus der Heute-Situation. Überleg doch mal, was dort alles schon geplant und abgegangen ist und worauf das hinausgelaufen ist, auch in Verbindung mit dem Heizungsgesetz, mit dem Heizungsverbotsgesetz von Robert Habeck. Das ist schier unfassbar, was hier abgeht. Jetzt geht's ganz aktuell auf den 21. Juni, der Mittwoch dieser Woche. Dann wird das Ganze nämlich mündlich erstmal verhandelt. Und dann heißt es nämlich hier beim Bundesverfassungsgericht.de, mündliche Verhandlungen in Sachen zweites Nachtragshaushaltsgesetz 2021 am Mittwoch, den 21. Juni 23 um 10 Uhr. Also stellt euch einen Wecker. Wird natürlich bestimmt keine Live-Übertragung oder Ähnliches geben, aber ich werde natürlich darüber berichten. Dementsprechend lasst gerne ein Abo an dieser Stelle da. Kostet euch nichts. Danke dafür. Und dann geht es nämlich hier nochmal drum, Normenkontrollantrag der 197 Mitglieder und so weiter und so fort. Und ich bin sehr gespannt, ob und was jetzt hier genau rauskommen wird. Leute, das ist mal wieder der absolute Knaller. Aber wenn man weiter recherchiert, ist das nicht alles. Denn was wurde jetzt beispielsweise mit dem Geld gemacht bereits? Da hat das Magazin Capital.de schon darüber berichtet. Lindners Schattenhaushalt. Woher kommen die Milliarden für Intel? Und viele von euch wissen das, dass Intel ja unbedingt nach Magdeburg kommen soll. Ne, Chipindustrie, da kann man natürlich darüber diskutieren. Und dass das Sinn macht, ist natürlich eine tolle Sache, auch für die Gegend und für die Arbeitsplätze, die dadurch geschaffen werden, etc. pp. Und jetzt kommt raus, dass Intel mit 9,9 Milliarden Euro unterstützt wird, damit sie dort sich ansiedeln. Das sind 3,1 Milliarden Euro wiederum mehr als eigentlich geplant. Und dann heißt es bei Capital, 3,1 Milliarden Euro mehr bekommt Intel für seine Ansiedlung in Magdeburg. Das Geld kommt aus dem Klima- und Transformationsfonds. Was steckt hinter dem Sondervermögen, heißt es hier. Und es geht nämlich genau auf diese 60 Milliarden zurück, wo man nämlich jetzt sagt, ja gut, wir sind halt zu blöd zum Verhandeln und Intel ist gut im Verhandeln. Die geben sich jetzt nicht mit nur 6, irgendwas Milliarden zufrieden, sondern wollen 9,9 Milliarden. Und wir zahlen das natürlich, um die herzuholen. Wisst ihr, Leute? Mit anderer Leute Geld spekuliert und handelt es sich immer leicht, wie man so schön sagt. Aber das ist unser Steuergeld. Das ist das Geld, was für uns geplant war. Und das Geld wird natürlich über Jahre, Jahrzehnte hinweg von unseren Kindern, unseren Kindeskindern, unseren Nachfahren im Allgemeinen zurückbezahlt werden müssen. Das ist nur rein logisch. Es ist unfassbar, wie mit unserem Geld hier wieder hantiert und umgegangen wird. Wie wäre es denn mal, wenn man diese 60 Milliarden nutzt, anstatt in diesem Klimafonds, dass man sagt, okay, die 60 Milliarden nehmen wir jetzt für Selbstständige beispielsweise, die hier nahezu 50% Steuern bezahlen müssen, die einfach weniger Steuern bezahlen müssen. Wie wäre es denn, wenn man hingeht und bei Angestellten sagt, die
Lohnsteuer mal zu senken. Das wären doch angemessene Ideen und Möglichkeiten, um diesen Wirtschaftsstandort Deutschland auch wieder attraktiv für Investoren und für Firmen zu machen, die sagen, ja, dann baue ich hier etwas auf, mache das aber ohne 9,9 Milliarden Euro, die ich einfach so bekomme. Du kannst es dir nicht ausdenken. Jetzt schreibt eure Meinungen rein. Ich bin sehr gespannt, was ihr davon haltet und dazu sagen werdet. Abo nicht vergessen. Bis zum nächsten und ciao.